Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TS2 im Ranglistenmodus. Wir könnten als Burg reingehen. Das ist aber natürlich etwas kritisch. Nehmen den Champion lieber. Okay, er scheint zurück zu sein, sehr gut. Das ist natürlich super. Holy shit. Ich habe richtig gute Teile. Das sind schon gute Tanks an sich. Das ist aber auch saftig. Der wäre auch fett, na? Aber wir können nicht alles haben. Also nehmen wir das. Na, du Miets, kommst du rüber? Na komm her, Miezi. Da wird man hier besetzt. Von der Katze. Willst du schmusen? Ja. So, gucken wir mal rüber. Yes, my lord. Ja, ganz schön safe genommen. Mit Sarg und einem Miliz. Okay. Nicht schlecht. Könnt drüben auf der Seite hier gut mit den Crablords dann was machen und dem Jünger. Wir können hier drüben dann die Tankline aufbauen. Was passiert? Wieder wohl ein kurzer Leck. Mal die Schnecke mit rein. Hat auch so schon verkackt, der da drüben. Hat was geschickt? Nee. Fünfte Worker steht. Ganz entspannt macht der Champion Sakura Blume die Welle 3 weg. One-Shot. Da muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Und dann muss ich erst gucken, dass ich eine Frontline aufbaue. Drüben gehalten. Der Cascade ist am Anfang sehr stark, aber lässt dann auch sehr stark nach. Bauen wir den Crablord hin. Holen uns dann die zwei Rocker noch raus. Jawohl, perfekt. Und mit dem Gold kann ich natürlich erstmal nichts machen. Deswegen werden wir hier zwei kleine hinsetzen, um das ein bisschen zu splitten.
belassen es mal bei einem. Zwei müssen nicht unbedingt sein. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen was baue, weil ich die 6 unbedingt halten will. Ich brauche einfach das Gold. Das ist ärgerlich, er hat nichts besiegt. Gar nichts. Ist alles mit Minileb noch da. Der hat ordentlich Geld eingebüßt. Wir werden hier. Mal 2 hinbauen. Schau mit Blut rein. Consider it done. Nimm die 2 Blocker mit. Holy shit. Der hat gar keinen Bock mehr. Der hat gar keinen Bock mehr. Der hat, ich meine, er hat einen besiegt, so, aber er hat in 2 Wellen fast gar nichts gehalten. Das ist schon hart. Den verkaufe ich. Hier baue ich aber auch ein bisschen mehr. Weil 87 natürlich wieder eine kritische Schwelle für meine Blume. Und gerade die Falken kacken natürlich ganz schnell ab. Das schaffst du, glaube ich, trotzdem nicht. Also zumindest, dass die Blume überlebt, oder? Ganz knapp, ganz knapp. Holy shit, das war gut. Das war schon kalkuliert. Krass. So, ich werte den auf. Und dann kann ich die Blocker mitnehmen. Und dann kann ich locker auf 9 und 10 senden. Der King ist ja schon gut verbessert. Muss ich mir keine Gedanken machen. Sehr gut. So ein bisschen was hat die Blume abgekriegt von 2 Dreien. Aber der Rest wurde durch die Krabbe abgewehrt. Double Blut rein. Ich stelle den Jünger schon mal hin. Den werde ich brauchen für die 10. Und die Bäume. Setze ich 2 Bäume hier hinten hin. Mach die zu diesen Explosionsbäumen. Krieg die noch Mana dazu. Echse mit rein.
Waffen gegen ihn platziert. Na, ja, ich komme durch. Das konnte er einfach nicht blocken. Ja, Kingpin steht jetzt schon da. Maximal verbessert. Ich nehme die zwei Bäume mit. Dann können wir auch auf 8 schicken. Auf 8, auf 11. Oh, komm, kill den. Kill den. Nein! Schade. Wir sind jetzt gierig. Hau Dinos rein. Einer geht noch. Aber ich brauche nichts mehr. Ich bin ganz gut dabei. Ja, das war natürlich klar. Der Wüstenpilger platziert für Healing. Da bin ich durch. Ja, Stich hat aber ganz gut. Vielleicht gehen wir auf 13. Und ich werfe mal auf. Ne, dann gehe ich lieber noch einen Worker. Den nehme ich lieber noch mit. Und hier auch das maximale Gold rausholen. Ja, Kacke. Blume down. Das habe ich zwar nicht gehalten, Mensch. Hey. Jetzt soll ich schon nebenbei noch mit dem Faden spielen. Katze, so viel kann ich auch nicht multitasken. Wir kriegen noch Geld durch Kreditor. Eine
Schnappt ihr den Faden? Die da mit reingehauen. Millennium. Ja, für mich war es noch zu stark, bin aber auch durch. Wir sind beide durch und er kann für mich halten. Das ist ja schon mal gut. Ja, mit den Kneten. So. Brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr arkane Verteidigung. Ich werde den noch hinstellen und den Rest locker pushen. Wir stellen auch mal hier einen daneben. Die Bäume muss ich auch unbedingt aufwerten. Okay. Wir könnten theoretisch jetzt auf die 15 gehen. Die Sens sind auf einmal saftig geworden. Ne? Der hat ganz schön viele Worker, muss ich sagen. Aber das sendet auch, glaube ich, jede Runde. Also wir sollten auf 16 gehen. Auch für die Kingpins ist das nicht schlecht. Machen wir das so. Perfekt ausgenutzt. Ein Gold ist noch da. Aber sind die dauerhaft in Shutdown Range? Holt so ein bisschen auf. Habe ich das Gefühl. Ja, das schicke ich jede Runde. Ich muss aber langsam mal halten, damit ich genug Kneten habe. So, wir könnten auf jeden Fall noch Ogre könnte man noch reinquetschen. Ogre auf jeden Fall. Das geht klar. Ich nehme einfach zwei mit. Und dann gucke ich mal, was ich noch zusammenkriege. Ich roll mal. Das können wir mitnehmen. Das auch. Das raus. Sollte passen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen jünger bauen. Triple Blut rein. Frontline übel schnell down. Man hat hier jetzt noch Seeschlangen gebaut. Aber der wird überrannt einfach.
Der hat gar keine Chance. Der wurde einfach überrannt. Ich kann auch irgendwie nicht mehr halten. Also nicht so schlimm, er hält immer. Na? Den dicken Sand brauchen wir noch. Mal so. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr in petto. Millennium auf jeden Fall super wichtig. Die mal auf 18. Ich meine, die sammeln jetzt auch. Ich muss hier noch mehr Frontline bauen. Das ist gerade problematisch. Dass ich schließlich genug Spawns habe und nicht genug Frontline. Mal gleich mal korrigieren. Mehr Ogre rein. Let's down, boys. Meine Seeschlange war damit überflüssig. Drei Leben noch. Hat geblockt, sehr gut. Mit zwei durchgekommen. Hier sind noch mal drei durch. Das könnte es gewesen sein. Wenn ich jetzt den roten Guard nicht gehalten habe, könnte es das gewesen sein. Ja, ist es auch. Sehr schön. Das war gutes Teamplay. Er hat immer mitgemacht. Er hat für mich gecovert. Am Anfang habe ich die ganze Zeit geblockt. So muss es sein. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Lasst gerne ein Like, Abo oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.